Uiuiuiuiuiui. Hi, ihr Süßen. Na, alles fit? Grüß euch. Wie sie Schwung in die Bude reinbringen. Danke, Mela. Gleich mal einstimmen auf Beltane. Hi, ihr Süßen. Hallöle. Na, was tut sich? Bisschen musizieren, was haltet ihr davon? Irgendwie bin ich heute der verstrubelte Peter, haben wir gerade noch einen Tee gemacht. Eigentlich hätte ich jetzt ein Interview, das Interview wurde verschoben. Ja, genau. Und deswegen dachte ich mir, komme ich mal kurz live. Ja, nächste Woche ist Beltane. Genau. Ja, heute ist eigentlich Beltane. Immer zum April-Vollmond. Ich habe Meraxes da. Schaut, den Drachen. Seht ihr Meraxes? Seht ihr den Drachen? Hier, guckt. Schatzis!
Geht's euch gut? Ja, ich habe super Laune. Ich habe ja 2 Tage lang durchgeheult, damit mal alles rauskam, was ich so in mich hineingefressen habe. Jetzt geht's mir gut. Jetzt sitze ich da, habe die beste Laune ever, weil ich ja bald ins Tiny House wackel. Na? Alles fit bei euch. Danke fürs Liken. Dürft auch gern teilen, damit alle wissen, dass wir da sind. Was los bei euch? Seid ihr schon in Stimmung? Mein Gott, na, heute ist schon wieder Mittwoch. Morgen Donnerstag. Noch ein paar Tage. Und die hohe Hochzeit ist da. Hi, Evi. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Mela. Na, ich bin heute ein bisschen der Strubelpeter. Ich habe mir eine Kaffeemühle geleistet. Was wird das jetzt, Merlin? Ein Rumgegondel ist das hier heute schon wieder. War ja klar. Man hätte ja auch gerade hochspringen können. Ohne einmal im Kreis zu gehen, Schatzi. Ha? Du. Zack. Hättest du da anders tatschen können, Spatzi? Hm? Du. Sag einmal, Merlin. Ja. Gell? Wen haben wir denn da? Na, tust du? Weiß ja nicht, ob's funktioniert. Hallo Schatz, was machst du denn da? Herrlich. Grüß dich. Irgendwie tut er nicht. Wieso tut das jetzt nicht? Ach so, du bist privat, dann geht das nicht. Du hast kein öffentliches Profil, stimmt. Dann kann ich die nicht zu mir holen. Ich kann die nur zu mir schalten, wenn du ein öffentliches Profil hast. Ja, ich wollte jetzt mit dir reden, Schatz, Mr. Jordan. Guckst mal beim Trommeln zu. Und wenn der Merlin auf mir rumsteigt, schlägt er sich hin, kann ich nicht mehr trommeln. Schauen wir mal, wie lange er liegt, wenn ich zum Trommeln anfange. Merlin. Danke. Hallo Waldraut. Ich wollte mal wieder eine Runde trommeln mit euch. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht, gell? Meraxes, ne? Aber die hält es aus. Die hohe Hochzeit eintrommeln. Brigitte, ich weiß jetzt, was wir lösen werden nächste Woche. Ich hatte heute früh den falschen Gedanken. Dringend notwendig. G-
gestern früh hat mir eine Freundin und Kollegin von Astro TV die Karten gelegt. Die hat mir etwas gesagt, wo ich aufpassen soll. Es hat keine 24 Stunden gedauert und die Legung ist eingetroffen. Irre geil. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen Karin Schindele schon mal gehört habt. Ich erwähne sie auch in meinem Buch, weil sie mir damals zur Seite gestanden ist, wie der Kontakt zur Metatron entstanden ist. Und sie war eine der ersten, die mir gesagt hat, dass ich Engelkontakt habe mit einem ganz hohen Engel. Ihr kennt sie? Gut. Donnerlittchen, ich schick dich ins Nirvana, Schneewittchen. Meine Tür bleibt künftig verschlossen. Für dich und die Deinen. Donnerlittchen. Geh brausen und lass mich alleine. Voila, amin, amen. Voila, amin, amen. Beltane ist eingeläutet. Die hohe Hochzeit kann kommen. Die Hexe hat gesprochen. Das jetzt gut getan. Wie geht's denn euch damit, wenn ihr da so die Maraxes malträtiere? Schön, Gajo, dass du das erste Mal live dabei bist. Stellen sich gleich die Haare auf, da kommen jetzt die Teufelshörnchen raus. Na, hier kann man das schon anders machen, wie früher vor der Glotze, vor Glotzen-TV-Kameras. Hallo. Ja, skorpionisch halt, genau. Na, das war jetzt eher der Widder. Da gehe ich nicht in Skorpion rein, da agiere ich mit dem Widder. Stur, mit den Hörnern. Mit den Teufelshörnern. Zerunos lässt grüßen. Er wird uns bald die Nacht versüßen.
Ja, Widder sind meine Schicksalspartner. Vova ist Widder, mein Toyboy ist Widder. Widder sind meine Schicksalspartner. Gell? Und ich wünsche manchem echt ein bisschen mehr Feinfühligkeit, Empathie. Ja? Wahnsinn. Toyboy, ja? Kann nichts dafür, ich habe einen Toyboy. Ja? Ja? Du hast auch einen Toyboy. Hast Evi, hast du auch einen Toyboy? Ich freue mich schon auf den Sommer, da sehe ich meinen Toyboy richtig oft. Herrlich. Ja? Sehr schön. Wahnsinn, was so abgeht auf dieser Welt. Irre, echt. Und tschüss. Wenn die Hexe nicht spurt, heißt's und tschüss. Merke dir, du Wesen, du. Du sagst mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich gehöre niemandem. Merk dir das. Ja, ja. Das erlaube ich mir aber auch, dass ich was sage und dass ich einfach den Saal verlasse. Das ist ja allerhand, echt. Und dann ziehe ich auch noch jemanden mit aus dem Saal, der schon gar nicht mehr drin war, wie ich gegangen bin. Ja, also Sachen gibt's. Also Tahuti, was du dir alles erlaubst. Ey. Mensch, Metatron, stell dir mal vor. Ach ja, ich habe ja ganz vergessen, was du bist. Sorry. Hasen sind immer gut. Gell? Meine haben sich jetzt verkrochen. Zumindest habe ich jetzt keinen, der mal auf dem Schoß rumsteigt. Ja, wie kann ich nur? Ja, das ist immer so eine Sache. Wie kann ich nur? Das ist ja eine unwahrscheinliche Frechheit, was ich mir so alles erlaube. Ich sag's euch. Also Metadrohnen, sag doch sowas nicht. Zweck ist erfüllt, ich weiß. Hat gereicht. Kommen wir noch mal eine Runde. Lebensgefährten habe ich viele. Ja? Brigitte ist auch meine Lebensgefährtin. Zumindest stelle ich sie so vor. Erzählt, wie war die Vollmondnacht? Also Samhain ist noch nicht, jetzt haben wir erstmal Beltane. Da haben wir noch ein bisschen hin bis dahin.
erstes Beltane hier habe ich auch hier gefeiert und habe getrommelt. Allerdings mit meiner Bowrun. Mit der. Ja? Nicht mit der normalen Trommel. Hi Steffi, danke fürs Like. Ja, was sagt ihr? Seid ihr schon in Stimmung? Habt ihr schon vorbereitet? Habt ihr schon vorbereitet? Echt? Wieso? Hast nicht geschlafen, Moritz? Das ist ja fies. Wieso schläfst du nicht? Aber ich schlafe im Moment auch ganz komisch. Ich werde dann teilweise wach, dann kann ich nicht mehr einschlafen. Ich habe dann heute Nacht irgendwann um fünf oder wann bin ich dann aufgestanden und habe die Spülmaschine ausgeräumt, weil ich nicht mehr liegen konnte. Dann habe ich mich nochmal hingelegt und um 5:30 bin ich dann aufgestanden. So kenne ich mich gar nicht. Ja, meine war auch kurz. Hab dann schon überlegt, ob ich die Brigitte anrufe, aber die hätte mich wahrscheinlich gekillt, wenn ich sie in der Früh beim ersten Kaffee und bei der ersten gestört hätte. Ja? Früher habe ich das immer so gemacht, wie ich noch gebügelt habe, dass ich nachts aufgestanden bin und angefangen habe zu bügeln. Aber ich bügel ja nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, ich habe aufgehört zu trommeln. Ja? War klar, dass du dann kommst. Na? Naja, die Katzen spinnen im Moment alle. Ich bin froh, wenn ich jetzt dann einmal wieder weg bin und wenn die dann wieder raus können. Danke fürs Herz, Steffi. Ja? Also da bin ich echt froh drum. Aber nachdem ich heute mal wieder erfahren habe, dass ich ja Narzisstin bin, muss ich mal wieder sagen, Dankeschön für die narzisstische Zufuhr. Ich möchte mich doch mal wieder in aller öffentlicher Form für die narzisstische Zufuhr bedanken. Und dass ich ja narzisstisch gekränkt bin, dafür bedanke ich mich auch. Ich bedanke mich beim rückläufigen Merkur dafür, dass er mir so in seinen letzten Stunden die Erleuchtung geschenkt hat. Hat mich eh gewundert, dass es nicht schon früher war. Das ist unglaublich. Muss ich gerade noch mal überlegen, was machen toxische Menschen so? Sie haben Anspruchsdenken. Sie glauben alles und jeder. Ja, das ist so. Ich bin ein Narzisst. Ich bin heute wieder mal als Narzisst bezeichnet worden. Ja, aber ich habe keine Ahnung davon, ja. Aber vielleicht habe ich ja auch keine Selbstbetrachtung. Ich gehe auch nicht nach innen. Ich schaue auch nicht, was ich verkehrt mache. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kenne ja nur mich seit 58, ja, Halbzeit Jahren. Ja, also ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es lustig. Also, was machen denn Narzissten? Narzissten erheben Anspruchsdenken auf alles und auf jeden. Und auch auf jede Handlung. Narzissten wollen grundsätzlich den Ton angeben und wehe, man widerspricht ihnen. Ja? So. Das ist ganz böse. Wenn man ihnen widerspricht, kommt die narzisstische Strafe. So. Narzissten lieben dann theatralische Abgänge. Grundsätzlich tun sie ja dann so, wenn man was fix vereinbart hat,
als wäre das ja nicht ausgemacht gewesen und der Termin wäre ja gar nicht klar gewesen und überhaupt und du hast das nicht klar genug artikuliert mit diesem Termin und das funktioniert ja nicht und das hätte gefälligst vorher abgesprochen gehört. Ja? So, und wie kannst du nur dann, wenn ich als Narzisst keine, wenn ich keine Zeit habe, als Narzisst das dann alleine machen, was fällt dir eigentlich ein, was erlaubst du dir, das alleine zu machen? Das ist ja eine Frechheit. Ja? Und du erdreistest dir ja was. Und dann finde ich das auch nicht okay, wie du das und das handhabst, du Narzisst, du. Und jetzt agierst du auch noch aus der narzisstischen Kränkung heraus. Wer ist denn jetzt der Narzisst? Derjenige, der das so zu mir sagt, oder ich? Ich frage euch mal, was glaubt ihr? Also, ich hatte eine Idee, ein Interview zu machen. Anfangs eigentlich alleine. Dann wurde ich gebeten, ob man eventuell mit dabei sein könnte. Habe ich gesagt, ja. Ich habe wegen dem Termin 4-mal nachgefragt. 5-mal nachgefragt. Habe gesagt, okay, dann machen wir das am 24. Wir treffen uns um 20 Uhr, weil vorher habe ich noch Hexenstammtisch. Ja, ist in Ordnung, passt. Sagst uns noch rechtzeitig Bescheid, habe ich heute gemacht, ja. Und jetzt auf einmal hat keiner mehr was gewusst und es war ja nicht so und überhaupt und der Termin war ja nicht fix. Genau, derjenige, der das sagt. Immer überlegen, ob man Diagnosen stellen darf. Ich habe noch keinen Lebens- und Sozialberater erlebt, der Diagnosen stellen darf. Na? Ja, das ist richtig. Ich wurde auch sofort geblockt. Damit ja keine Antwort mehr kommen kann, weil ich bin ja Narzisstin und ich höre ja da nicht auf mit meinem Anspruchsdenken. Ja, deswegen wurde sofort geblockt, das machen sie auch. Ja, sie treten dann theatralisch ab und blockieren euch sofort. Ja, weil wenn ihr sie verlasst, drehen sie es um und sagen, ich habe ja dich verlassen und nicht du mich. Ja, und das brauchen sie. Sie brauchen diesen Auftritt, ja, und die Welt muss ihnen zujubeln, wenn sie auf der Bühne stehen. Und sie brauchen viel Zulauf. Und alle anderen haben dann immer das Gefühl, dass sie sowieso nicht gut genug sind. Und bei Narzissten sind alle anderen narzisstisch, nur nicht sie selber. Ja, das ist wie mit dem Alkoholiker. Der merkt ja auch nicht, dass er Alkoholiker ist. Du weißt aber schon, Angelo, sie beobachten, ja genau, ja logisch, Moritz, weißt aber schon, Angelo, sie beobachten dich trotzdem heimlich weiter, ne? Weil sie brauchen ja deine Energiezufuhr. Ich gehe ja dann immer her und segne dann immer das Umfeld der Narzissten, dass die munter werden. Und witzigerweise ist derjenige, der Narzisst, der mich als Narzisst bezeichnet hat, genau einen Tag danach aufgeflogen, nachdem ich angefangen habe, Staphysagria zu nehmen. Ja? Den sucht man nicht, die kommen von alleine. Ja, die fliegen alle auf, wenn ihr Staphysagria nehmt.
Und nachdem die Karin mir gestern in der Früh gesagt hat, wir hatten doch schon mal jemand mit so einem Namen, der gemeint hat, er müsse uns dumm von der Seite anmachen, da liegt die Lüge und der Verrat drauf. Prompt heute eingetroffen. Wahnsinnig. Schon klasse, meine Karin. Ja? Ja, ich bin ja jetzt dann sowieso weg. Narzissten nehmen auch keine Rücksicht auf das, was ihr sagt. Sie können sich auch an nichts mehr erinnern, wenn ihr zu denen sagt, ich fahre jetzt in Urlaub. Ja, hallo. Ihr fahrt in Urlaub, dann rufen die euch auch im Urlaub an. Die können nicht akzeptieren, dass ihr vielleicht mal eine Auszeit braucht. Auch ich. Und stell dir vor, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das, ich mache jetzt jenes. Ich. Ja, ich ziehe mich jetzt zurück, ich ziehe mich jetzt von allen zurück, ich habe jetzt dies, ich mache jetzt das, ich mache jetzt jenes. Ein Empath macht es nicht. Danke, Schnucki, geht mir wieder gut. Ja, ich habe mich ja ausgeheult. Das sind immer so die magischen 3 Tage. Am 1. Tag ist es am schlimmsten, am 2. Tag okay und am 3. Tag geht es einem schon wieder gut. So. Also, und Narzissten treten ja auch so auf. Ein empathischer Mensch, der geht ja ins Du. Das kann der Narzisst nicht. Ja. Ja, der Narzisst geht nicht ins Du. Der Narzisst kümmert sich einen Scheißdreck um eure Gefühle, um eure Emotionen, um das, was euch bewegt. Der tut zwar so, ja, er hat dann auch, schaut mal, ich habe geholfen, ich habe das jetzt gemacht. Habt ihr alle gesehen, dass ich geholfen habe, dass ich das gemacht habe? Ja? Ein anderer Mensch, der wirklich hilft, der rühmt sich nicht damit. Der sagt nicht, habt ihr gesehen, ich habe geholfen, sondern der sagt einfach, ich habe gerne geholfen, aber nicht, na? So, ja? Der Empath macht es nicht. Der Empath hilft, weil er hilft. Der Narzisst hat ein Helfersyndrom, damit er Liebe und Anerkennung bekommt, weil er kriegt sie ja nicht. Dann ist ja eine Persönlichkeitsstörung. Ja. Ja, und am Anfang heben die euch alle auf einen Sternenhimmel und weil sie brauchen ja euch, sie brauchen ja eure Energie, damit sie sich besser fühlen können. Und dann werdet ihr erst hofiert. Ja? Ihr werdet erst hofiert, ihr werdet erst begrüßt, ihr werdet erst nach oben gejubelt. Und sobald sie dann merken, dass ihr vielleicht ihnen den Rang ablauft, fangen sie an, euch wieder erniedrigen zu wollen. Hey, wir haben schon, toll, wir haben unser Ziel erreicht. Hi Matthew. Na, mein Engel? Was geht? Ja? Das heißt also, sie versuchen dann, euch zu erniedrigen, euch zu entwerten. Und dann drehen sie den Spieß um und sagen zu euch, das, was sie selber sind, du bist ja ein Narzisst. Danke, Moritz, für die Rose. Ja? Also das ist wirklich so ein Thema. So. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Ich habe ja eine Freundin, die hat mich ja letztes Jahr schon gefragt, wie kannst du mit dieser Person umgehen? Da gibt es ja ein Fachbuch, der narzisstische Alpha-Mensch, Führungsposition, hohe Führungsposition, weil die kommen ja ziemlich weit nach oben. Umso heftiger wird dann, wenn der Abfall kommt, ja, wenn sie runterstürzen, dann sind sie ja narzisstisch gekränkt, geht ja gar nicht. Und was hat man mir da angetan? Und dann sitzen sie in ihren Opferrollen. So, der Empath, wenn Opfer war, der steht auf und sagt, wurscht, fange ich wieder von vorne an. Ja? Und
generiere mich wieder aus mir selbst heraus, erfinde mich wieder aus mir selbst heraus, fange wieder von vorne an, ich habe überlebt, ich bin ein Überlebender, ich fange wieder an, ich stehe wieder auf, ich richte meine Krone wieder zurecht, das macht der Empath. Der Narzisst sagt, ja, da bin ich Opfer, da bin ich Opfer, von dir bin ich Opfer, da bin ich Opfer, hier Opfer, dort Opfer, ja. So, Schuldumkehr, alle sind schuld, nur er nicht. Alle haben ihm das angetan, nur er nicht. Alle sind ja so böse zu ihm, nur er nicht. Ja? Und das ist ja ganz schlimm, und das ist ja ganz schlimm, und das ist ja ganz schlimm, und das ist ja ganz schlimm. So. Und eine Freundin hat mal zu mir gesagt, du weißt das schon. Ja, sage ich, ja, natürlich weiß ich das, dass diese Person so ist. Ich habe ja schließlich psychologische Ausbildungen und ich bilde mich ja auch immer wieder weiter. Und ich habe ja auch Gespräche mit Psychologen, mit Psychotherapeuten und so weiter. Na? Und ich frage ja danach, wie siehst du das in der Differenz zur Diagnostik, also das Differentialdiagnostisch, wenn ich da durchgehe, durch die ICD-10 oder die DSM-5, sind die und die Merkmale schon sehr ausgeprägt. So. Und Narzisst und Borderliner passen ja gut zusammen. Der Borderliner braucht jemanden, den er bemuttern kann, weil er ist ja, kann ja nicht alleine sein. Und der Narzisst genießt dann die Zufuhr von dem Borderliner, weil er braucht ja jemanden, der ihn nach oben hebt. Und wehe, ihr verlasst die Bühne des Narzissten, um Himmels Willen, da geht ja die Welt unter. Ja, funktioniert ja gar nicht. Ja, wie kannst du nur? Was erlaubst du dir, dass du das ohne mich machst und dass du einfach gehst? Ja, so. Und dann wird angefangen, denjenigen zu dissen, zu mobben. Es wird angefangen zu versuchen, ihn überall schlecht zu machen. Das macht der Narzisst. Der Empath hat das ja nicht nötig. Wenn beim Empath was nicht stimmt und es ist nicht mehr stimmig und er trennt sich von jemandem, dann zieht er sich zurück und hält eine freundschaftliche Ebene mit demjenigen trotzdem weiter. Ja, nur weil vielleicht seine Vorstellungen nicht erfüllt werden. Der hat ja kein Anspruchsdenken, sondern der lässt ja jeden so, wie er ist und sagt, mach du nur. Das kann der Narzisst nicht. Der Narzisst will ja nur fordern. So, und der Narzisst braucht auch immer andere, um sich besser zu fühlen. Ja? So, das braucht ein Empath, braucht es nicht. Vom Narzissten, Schatz. Ist nicht dein Ernst. Ja, leite mal weiter, bitte. Danke. Ja, jetzt werden alle kontaktiert, wie böse Dieter Huti doch ist. Nein, das Thema ist für mich abgeschlossen. Was soll ich da? Ich war lang genug in Ägypten. Ich drehe mich doch nicht mehr um und gehe wieder zurück. Ich gehe doch schon längst ganz andere Wege. Ja? So, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen. Ja? Wahnsinn. Ja? Jetzt wissen wir, warum der Azubi vorhin weg war. Brigitte, jetzt wissen wir, warum der Azubi vorhin weg war.
Quatsche. Typisch für Narzissten. Hat ja nicht lang gedauert. Und schon geht man über Dritte. Jetzt werden alle scheu gemacht. Wahnsinn. Das machen sie auch, wenn sie den Kontakt zu euch blockieren, versuchen sie über euren Freundes- und Bekanntenkreis zu gehen. Das ist auch ein typisches Verhalten, ja? Ist auch ganz klar, das heißt also, ihr seid ja das Allerletzte, weil ihr habt ja dem Narzissten nicht genug gehuldigt. Und ihr habt euch ja erdreist, vielleicht mal auch was ohne ihn zu machen, um Himmels Willen, ja? So, und dann habt ihr natürlich ausgeschissen. So, da der Narzisst aber ja ohne euch nicht sein kann, versucht er sich sofort wieder eine Hintertür zu öffnen, indem er dann über euren Freundes- und Bekanntenkreis geht. Das kennt ihr, das nennt man dann, wenn sich das auf längere Zeit hinzieht, ja, nennt man das auch beharrliche Verfolgung. Na? Weil ihr braucht ja den Narzissten nicht, er braucht ja euch, er braucht ja eure Energie, er braucht ja die Zufuhr von euch, die Anerkennung von euch. Ja, die haben eh mehrere Eisen im Feuer, so ist es. Ja, das ist so. Sie sind ja keine Narzissten. Das sind ja wir. Wir sind ja die Narzissten. Sie sind ja keine. Ja? Die sind ja nur oberflächlich freundlich. Und wehe ihr sagt was, wenn die ihren Star-Auftritt haben. Oh, 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 wehe, ja? Das ist ja Tragödie schlechthin, mein Gott, na. Wehe, ihr bringt dann ein Schmankerl dazu. Wehe, ein anderer erdreistet sich dann zu sprechen, wenn sie ihre Prologe halten. Um Himmels Willen. Ja? Wie könnte man auch nur sich erdreisten, ja, dass man was gesagt hat? Um Himmels Willen. Das ist ja komplett respektlos. Die kommen alle wieder, Waltraud, das ist so. Ja? Jetzt wird sich überall ausgeheult. Weil die Tahuti gesagt hat, so mir wurscht, ja. So, jetzt wird sich überall ausgeheult, jetzt wird an die gemeinsamen Bekannten hingerannt, inklusive einem Menschen, der mir sehr viel bedeutet. Ich bin neugierig, was da kommt, aber ich hoffe, da kommt die gleiche Ansage wie von mir, wie mir gegenüber, ja. Weil manche Menschen werden ja von oben zusammengeführt. Aber ich wollte euch das jetzt erzählen. Also ich wurde ja letztes Jahr schon mal auf das Thema angesprochen, weil da war das gleiche Thema wie jetzt. Und auch von einer Lebens- und Sozialberaterin, die eben auch psychologische Weiterbildungen macht und hat dann zu mir nur gesagt, mich wundert es ja, dass du da so, ich habe mich immer gewundert, wieso du da so lange ruhig bleibst. Ja, das ist das Einzige, mit was die nicht klarkommen, wenn das Gegenüber ruhig bleibt. Das schaffen die nicht. Ja? Erst seid ihr der größte Schatz und das Beste und überhaupt und der beste Freund und ihr werdet hofiert, ja? Aber wehe, er sagt einmal nein. Oh mein Gott, was erdreistet ihr euch aber auch? Ich sehe schon, das ist ein Thema, was euch fasziniert. Und ihr habt wahrscheinlich mit Sicherheit jetzt überall so Déjà-vus in euch drin. Es müsst ihr aber aufpassen, ja? Mir hat neulich ein Narzisst erklärt, dass wir 25% der Weltbevölkerung
Psychopathen und Soziopathen haben, das stimmt nicht, 1% der Weltbevölkerung, und das ist schon eine Menge, aber keine 25%. So. Dann ist es auch ganz, 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 ganz gefährlich, Narzissten und Perfektionisten ganz schwer zu trennen. Ja, der Perfektionist versucht, die Liebe und Anerkennung zu bekommen, indem für ihn alles perfekt sein muss, weil er als Kind Ablehnung erfahren hat. Das ist ein ganz spezielles Thema. Der Narzisst wurde zu sehr hofiert, der hatte Helikoptereltern, der hat alles reingeschoben gekriegt, hat alles erfüllt bekommen, was er wollte. Und der Perfektionist eben nicht. Der versucht sein ganzes Leben lang durch Perfektion zu bekommen, Liebe und Anerkennung. So, vom Sternzeichen her ist der typische Perfektionist die Jungfrau. Ja, so, und der Skorpion der Narzisst. Also bin ich doch einer, ich wusste es doch, ja. Ja, ich hab's doch immer schon gewusst, ja? Also bitte, Gorgi. Da ist schon Moritz, super. Wenigstens eine Selbsterkenntnis, ja, in diesem Spiel hier. Aber das war jetzt klar. Brigitte kriegt eine SMS, die an mich weitergeleitet werden soll, weil wahrscheinlich der erste Versuch gescheitert ist. Da hat es geheißen, da halte ich mich raus. Und beim zweiten Versuch hat es auch geheißen, da halte ich mich raus. Ja, das war eben dann vorhin Azubi-mäßig. So. Und dann hat man es eben an eine der besten Freundinnen geschickt. Ja, man muss über Dritte gehen. Ich auch. Meine Mutter war Borderlinerin und mein Vater war alkoholkrank. Also ich kenne mich aus. Das war auch der Grund für mich, warum ich diese Ausbildungen gemacht habe. Und diese Schulungen, weil ich wissen wollte, was mit meinem Vater los ist. Und dabei habe ich dann erfahren, wie meine Mutter tickt. Ja? Und ich habe ja auch eine posttraumatische Belastungsstörung mit entsprechenden Schüben. Übrigens habe ich zum Narzissten neulich gesagt, ich habe im Moment einen Schub. Da wurde ich dann noch belächelt. Ja? Ich hatte gestern einen richtig fetten Schub. Hat man mir auch angesehen, wie ich live war. Aber richtig fett. Nur ich weiß halt, wie ich mit einem Schub umgehen kann und umgehen darf, weil ich es ja gelernt habe. Ja? Tja. Ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, ich habe 2 Tage nur geheult. Ich hatte einen richtig fetten Schub. Posttraumatische Belastungsstörung ist etwas, da wurde ganz viel psychischer Druck auf jemand ausgeübt. Gewalt eventuell. Oder ein ganz traumatisierendes Erlebnis. Ja? Aber ich bin kein Narzisst, sondern ich leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und in ganz extremen Fällen kommt dann ein Burnout dazu. Siehst du, Nina? Ja? Ich weiß, was ich tun kann. Ich fange dann zu häkeln an und ziehe mich zurück. Das hilft mir. Ja, vor allen Dingen, wenn wir uns das Umfeld anschauen, Nina, ne?
Wie, du hast eine posttraumatische Belastungsstörung und neigst zum Perfektionismus, ja. Aber das ist ja therapierbar. Der Narzisst ist ja nicht therapierbar. Er ist ja auch beratungsresistent. Dem sagt ihr heute was, das weiß der morgen schon nicht mehr. Und wenn ihr es ihm dann nochmal sagt, weiß er es übermorgen wieder nicht mehr. Und dann sagt er, das hast du mir nicht gesagt. So wie heute mit diesem Termin da, ja. Und dann geht er in die Umkehrung. Und der blockiert euch dann gleich und gleichzeitig merkt er, scheiße, ich habe ja jetzt eine wichtige Zufuhrquelle an Energie verloren und versucht dann eben über Dritte den Kontakt wiederherzustellen. Und das ist Kindergarten und das können Narzissten hervorragend. Nein, das ist Maradona. Melchior liegt hier auf dem Sessel, Mephisto da drüben. Merlin war vorhin da, das ist Maradona. Kasperzi. Hm? Das ist ein bisschen ein Brummer, der Herr hier. Das ist... Ha, schaut euch den mal an. Was das für ein Brummer ist. Habt ihr das gesehen? Das ist kein Merlin, das ist Maradona. Den haben sie im Tierschutz abgegeben an dem Tag, als ich gerade Kaffee trinken wollte beim Tierschutz und mich erkundigen wollte, wie es den Herrschaften so geht. Da hieß er noch Diego. Und wie ich zur Tür raus bin, weil bei mir fangen ja alle mit M an, habe ich gesagt, das ist der Diego Maradona. Und deswegen heißt er Maradona. Geil, mein Schatz. Das ist kein Garfield, das ist Maradona. Ich trage ihn eh immer selber. Geil, Spatzi. Ich bin bei Brummerchen. Oi, 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 da. Was sagt ihr? So eine kleine Katze ist was anderes. Kapuzin. Ja, Bob Schraule. Na, ja. Wegen dem haben wir auch Jumbo-Klos. Aber herrlich, echt. Ich habe das Thema schon abgeschlossen und es geht weiter. Also, lass uns nochmal über Narzissten reden und wie die sich so benehmen. Ja? Jetzt wird nämlich erstmal noch, jetzt wird dann noch eure Psyche analysiert. Ja. Und das ist ja so unverschämt und was ihr euch da überhaupt erlaubt habt. Dass ihr den Narzissten vielleicht mal um Rat gefragt habt, obwohl er ja eigentlich seine Ruhe will. Aber wenn er euch um Rat fragen will, dann müsst ihr sofort parat stehen. Ja? Nee, die mögen mich nicht. Es raucht ja auch den ganzen Tag aus der Wohnung raus und riecht nach Asant, nach Teufelsdreck. Hatten wir heute schon. Ich glaube, ich habe heute jemanden Teufel ausgetrieben. Gell, Brigitte? Habe ich gut gemacht, ne? Ah, herrlich. Was? Ja, ich weiß, dass ich es gut gemacht habe. Die Energie, die war ziemlich heftig. Drum habe ich ja vorhin auch noch getrommelt. Ja, Conchita, wenn du dich zum Hexenstammtisch nicht anmeldest, dafür kann ich nichts. Ja, der findet einmal im Monat statt und da wird immer das aktuelle Thema bearbeitet. Manchmal auch mit Ritualen. Da haben auch schon Männer ein paar Watschen verbraten. Die haben gleich am nächsten Tag gesessen. Was du hast lange gebraucht, um dem Narzissten nicht mehr nachzulaufen. Ja, das ist,
Aber ich sag ja, witzig, die Karin hat mir gestern früh die Karten gelegt, hat mich gewarnt und hat gesagt, pass da auf, da stimmt einiges nicht. Sag ich weiß, ich merke das ja auch an der Wahrnehmung. Will mir ja auch öfters mal die Worte im Mund herumdrehen, das weiß ich alles, aber ich stehe ja da drüber. So. Denn das ist nämlich so, der Narzisst braucht eigentlich mich, nicht ich ihn. Weil für den Narzissten wäre ich im Moment die Benchmark, mit dem er sich ein Comeback vorstellen könnte, weil mein Comeback ja so gut gelungen ist. So. Nur ich bin ja ein Skorpion. Wenn es bei mir vorbei ist, ist es vorbei. Gell? Da gibt es so ein schönes Sprichwort, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gilt auch für Narzissten. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja? Was hast du dir als Kind angewöhnt, das nachzulaufen, Moritz? Wen schützt du, Steffi? Einen Narzissten? Bist du dazu gutmütig? Ach, ich habe vorhin ein Schutzritual gemacht, einen Schutzzauber und habe einen Drachenreiter freigesetzt, um jemanden zu schützen. Natürlich kommst du demjenigen auf die Schliche. Sie machen ja auch immer die gleichen Fehler. Und wenn du dich ein bisschen informierst, wie sie ticken, dann weißt du das eh. Ja? Weil sie, wie gesagt, sie brauchen ja dich, sie brauchen ja deine Zufuhr, nicht umgekehrt. Ja, die Skorpione sind ja grundsätzlich schon vom Sternzeichen her Narzissten. Wie gesagt, und die Perfektionisten sind die Jungfrauen. Dauert eh nicht lange, dann kommt wieder irgendwas und dann kommt auch wieder eine blöde Nachricht, so nach dem Motto, ich habe dir die Hand gereicht. Du Narzisstin, du, hatte ich auch schon. Ja? Die kommen immer wieder. Die können ja nicht ohne denjenigen, der eine wichtige Zufuhrquelle für sie ist, wo sie glauben, sie brauchen ihn und seine Energie. Deswegen nennt man sie ja auch Energievampire. Na? Ja, meine Lieben, ich denke mal, wenn alles klappt, wie ich mir das vorstelle, könnte gut sein, dass die Kinder und die böseste Hexe der Steiermark morgen ihr Quartier wechseln werden. Vielleicht morgen schon. Na, Mim, dann hast du ja den Perfektionismus von vornherein geschenkt bekommen. Ja? Echt? Du auch? Da schau mal einer an. Haben wir lauter Jungfrauen heute hier. Junge Frauen, hätte ich gesagt. Mein Vater hat immer gesagt, ich bin seit dem Tag meiner Geburt Jungfrau. Schlaf gut, Schnuckeline. Ich habe den Mond im Löwe. Ich bin sehr feurig aufgestellt. Mond im Löwe, Deszendent Widder. Ja,
reize nicht den Drachen in mir. Ach, herrlich. Ja. Ja, wir haben ja im Moment Mond im Skorpion, Angelo. Machen wir nochmal. Treiben wir beim Mond im Skorpion? Also ich finde Löwe, Sternzeichen, gar nicht so schlecht. Passt gut zu meinem Mond. Haben wir eine Konjunktion. Deine Sonne bestrahlt meinen Mond. Herrlich. Ja? Was willst du mehr? Ich finde das cool. Ja. Ja, ja. Dankeschön, das kann ich zurückgeben. Ja, ich finde ja, wir haben immer so schöne Energielevel hier in den Livestreams. Ja? Danke. Ja, wir trommeln ja auch gerne, gell Conchita, oder? Aha. Mephisto putzt jetzt Maradona, ich bin neugierig, wenn er ihn dann wieder befallen will. Was ist jetzt? Oh. Och, jetzt gehen wir nicht auf die Nüsse hier, TikTok. Na also, TikTok wollte gerade, dass ich mich verifiziere, sonst hätten sie den Live abgeschaltet. Ja, so. So, wo waren wir stehen geblieben? Was machen Sie denn noch so gerne, Narzissten? Was denkt ihr, wenn Sie nicht kriegen, was Sie wollen? Sie betreiben üble Nachrede und Verleumdung über euch. Sie erzählen den Leuten negative Geschichten und wie ihr so tickt. Ja, also, Narzissten sitzen gern mit anderen am Tisch und stellen andere gerne bloß. Indem sie in der Allgemeinheit zum Beispiel Persönliches, was ihr mit ihnen besprochen habt, ins Lächerliche ziehen. Das machen sie auch.
Angenommen, ihr lasst euch von einem Narzissten die Karten legen, wird er das hinterher nehmen und wird da ein Live-Portal draus machen und wird über euer Kartenblatt herziehen. Ja? Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Üble Nachrede, Getuschel, mit anderen Leuten über euch ablästern, das können sie auch ganz gut. Ne? Wartet mal kurz. Komm gleich wieder. Bist du wieder da? Es ist nämlich was im Trockner und wenn der aus ist, dann piepst der die ganze Zeit und dann haben wir die ganze Zeit das Gepiepse vom Trockner hier im Live. Deswegen musste jetzt der Trockner ausgeschalten werden. Hello, Jenny, grüß dich. So. Ja, also was Narzissten auch machen, sie betreiben üble Nachrede über euch, erzählen Geschichten von euch an dritte Außenstehende weiter, machen euch schlecht, entwerten euch. Ja. Und wer macht dann nicht, was sie sagen, dann werden sie noch übler. Oft gehen sie dann auch an die Öffentlichkeit, um sich dann über die Öffentlichkeit ihre Anerkennung zu holen, indem sie euch dann in der Öffentlichkeit noch denunzieren, zum Beispiel über Zeitungsartikel, so wie das damals bei mir war, mit der Krone-Zeitung. Ja, machen sie auch. Hallo. Na, das können die auch hervorragend. Also, das mit der Krone-Zeitung, natürlich, war die beste Werbung ever, ja? Hallo Patrick, ja, also das können sie auch, also so dieses Entwerten in der Öffentlichkeit und Leute schlecht machen, also das ist so, und da finden dann Gerüchte und Geschichten über euch und dann habt ihr dies und dann da kommt dann noch eine ganz gesunde Fantasie dazu, das ist schon lange her. Und dann gehen die komplett in die Fantasie rein und dann verlieren die komplett die Realität, wenn es um euch geht, was war wirklich. Und dann kommen die fantasievollen Geschichten mit dazu. Die haben eine Wahnsinns-Fantasy dann, die dann abläuft. Ich habe Metatron. Dankeschön für deine netten Worte, aber ich habe ja Metatron. Oh, danke fürs Teamherz, Patrick. Vielen herzlichen Dank. Ja? Also das können die auch ganz gut. Ja, dann hört ihr auf einmal Sachen über euch, von denen hattet ihr selber nicht mal Ahnung. Habe ich die letzten Tage auch gehabt. Da hat mir diese narzisstische Persönlichkeit versucht zu erklären, wie ich fühle, wie ich denke. Das finde ich dann auch ganz spannend, weil ich habe eine ganz andere Wahrnehmung zu meinem Fühlen und zu meinem Denken und ich habe das ganz gut im Griff durch die posttraumatische Belastungsstörung, ne? Conchita, bei mir war es ja nicht der Vermieter, bei mir war es ja die Nachbarin. Na? Mich braucht man sich keine Sorgen machen. Ich habe den größten Engel aller Zeiten auf meiner Seite. Der passt schon auf mich auf. Ich bin ja auch jemand, ich eruiere ja sehr schnell. Für was sind bestimmte Dinge, die passieren, wichtig? I Lose Control, ich liebe den Song. Ich weiß nicht, ob ihr den hört.
Ich hatte früher nur Privatvermieter, Conchita, nachdem ich aus meinem Haus ausgezogen bin, und eine Katastrophe. Nie wieder. Ich nehme nur noch Genossenschaftswohnungen. Ich weiß nicht, wer das singt. Da kümmere ich mich nicht drum. Da könnte ich nachgucken. Ich weiß nur, dass der Song richtig cool ist. I lose my control. So ein richtiger, schöner Hosenladenripser. Also, du hast sehr viele Verbindungen zu höheren Wesenheiten. Deine ganzen Schutzengel sind um dich rum, Kindchen. Ja? Aber allein sein ist ja cool, weil allein sein heißt ja übersetzt mit dem All eins sein. Ich bin übrigens gerne alleine. Empathen sind gerne alleine. Narzissten und Borderliner können nicht alleine sein. Die haben da Schwierigkeiten. Deswegen passen die ja auch so gut zusammen. Die ergänzen sich auch. Und lustig ist es ja dann auch, wenn die dann die Narzissten zu den Psychologen gehen und dann sagen, ich habe daheim einen Narzissten sitzen. Ja? Das gibt's ja auch noch. Ich bin auch gerne alleine. Ja? Allein sein. Ja, ab jetzt dann. Nicht mehr lange hin. Nicht mehr lange hin. Ich glaube, ich fahre morgen früh mal runter, nehme gleich meine Klamotten mit. Ne? Ja. So ist das. Das ist schön. Ich hatte auch mal Eigentum. Zum Wohnen. Aber wie das Leben manchmal so spielt, dann ist das Eigentum halt wieder weg. Mein Gott, na. Dann fängt man halt wieder von vorne an. Na? Für den Perfektionisten geht ja dann die Welt unter. Wenn er etwas verliert. Das versteht er ja gar nicht, weil er hat ja alles dafür getan, dass es funktioniert. Der zweifelt dann an sich selber. Der Narzisst, der sieht sich dann als Opfer und sagt, babababababab. Ja? Och, ich hatte ein schönes Haus am Chiemsee. Und? Das habe ich halt nicht mehr. Das ist halt so. Das tue ich eh. Na? Ich wurde ja auch geschult. Alleine schon, wie das Hochwasser war, wurde ich geschult. Ich wurde vorbereitet auf das, was kommt, was zu überleben ist. Und was ich so sehe. Na? Ich habe auch früher nur in Häusern gewohnt. Mittlerweile nehme ich eine Wohnung. Weil ich habe ja ein Haus. Und das ist vielleicht auch mein eigenes. Man weiß ja nie so genau. Ne? Also wie gesagt, das ist so. Hello, schön, dass du da seid. So, meine Lieben, ich werde mich jetzt aber verabschieden. Wir haben uns jetzt mal über das Thema Narzissmus unterhalten. Und werde mal gucken, was mein Trockner macht. Dankeschön. Freut mich, wenn dir das Seminar geholfen hat. Meine Lieben, ich drück euch. Haltet mir die Öhrchen. Ja? Natürlich ist der Trockner ein Narzisst. Der schreit auch immer ich, wenn er piepst. Gell? Küsschen. Bis die Tage. Babaci.